Kapitel 9. Jemand weiß es. Ich spüre es. Irgendeine unbeirrbare Person sucht nach Informationen über die Klonarmee. Sie ist kein Geheimnis. Das hätte ich verbergen können. Nicht bei einer Operation dieses Ausmaßes. Aber das brauche ich auch nicht. Die Lebewesen glauben, was man einem sagt. Sie überprüfen nicht. Sie fragen nicht. Sie denken nicht. Erzählt ihnen, die Republik wird von Quadrillionen von Kampfdroiden bedroht. Sie werden nicht nachzählen. Erzählt ihnen, wir könnten sie retten. Und sie werden niemals fragen, vor was, vor wem. Sprecht von Tyrannei, Unterdrückung, irgendeinem vagen, schwarzen Mann. Dinge, die keine Analysten bedürfen. Niemals präzise werden. Dann werden sie schön in die andere Richtung schauen, während die Realität direkt vor ihnen liegt. Es ist ein Zaubertrick. Der Schlüssel liegt in der Ablenkung. Sie müssen nur immer schön auf die andere Hand schauen. Nur unbeirrbare Wesen fügen sich nicht der kollektiven Illusion und beobachten einen weiterhin zu genau. Unbeirrbare Wesen sind gefährlich, aber sie arbeiten entweder für mich oder sie arbeiten überhaupt nicht. Kanzler Palpatine zu seinen persönlichen Agenten des Geheimdienstes der Republik, auch bekannt als seine Hände. Hauptcomputerkontrollraum, Schatzamt, Coruscant, 0845, 998 Tage nach der Schlacht von Geonosis. Ist alles bereit? Fragte Bethany. Ja, Agentin Vennen, erwiderte Jay, der Technik-Droide. Wir haben strikte Sicherheitsmaßnahmen beibehalten. Niemand aus der Belegschaft weiß, dass es sich um eine Bilanzprüfung handelt. Soweit es die Angestellten betrifft, geschieht die Abschaltung wegen des Virus, der das Netzwerk infiziert hat. Na dann los! Sagte sie und nickte Mirel und Jane zu. Aus ein paar Schritten Entfernung überwachte sie eine Frau vom Zentralen Rechnungsamt der Republik, eine Angestellte mit dem Namensschild, auf dem Officer Alex stand. Aber Bethany war sich sicher, dass sie eine Geheimagentin war. Es spielte keine Rolle. Sie würde nichts finden. Abschalten! Alles lief genau nach Vorschrift. Keine Warnung wurde herausgegeben. Überall im Gebäude saßen Mitarbeiter plötzlich vor Eingabegeräten, die nicht mehr liefen. Ihre Bildschirme froren ein und sie konnten keine Com-Anrufe mehr tätigen. Und dann begann eine kleine Armee von Droiden damit, ihre Arbeitsstationen zu durchsuchen, denn dies war eine Aufgabe, die man keinem Kollegen aus Fleisch und Blut hätte zumuten wollen. Droiden waren unpersönlich, distanziert und unparteiisch und niemand würde sie hinterher nachtragend anschauen müssen. Es diente friedlichen Arbeitsplatzbeziehungen. Sicherheitsdroiden standen sogar an den Ausgängen Wache und schlossen damit in einem Verstoß gegen die Brandfallvorschriften Mitarbeiter im Gebäude ein. In Anbetracht der Umstände fand Bethany das beinahe amüsant. Was sollen wir als nächstes tun, Agentin Vennen? Fragte Mirel ausdruckslos. Leutnant Jane ist bereit anzufangen. Die beiden Null standen in Hab-8-Stellung neben der Kontrollkonsole. Jede Datenlagerung und Weiterverarbeitung des Schatzamtes lief über diesen riesigen Raum. Die Belegschaft, größtenteils menschlich, aber auch Nemanel und Sulustana, beobachteten die beiden Arktrooper argwöhnig. Bethany fragte sich, ob sie die beiden bitten sollte, ihre Helme abzunehmen, damit die Mitarbeiter sehen konnten, dass sich echte Menschen unter dem weißen Plastoid befanden, während der Rest der Sicherheitsdurchsuchung von Droiden durchgeführt wurde. Sie wollte, dass ihnen der Unterschied bewusst war. Aber sie wusste auch, wie sehr sich Klontrooper wegen der Com-Verbindungen auf ihre Helmsysteme verlassen mussten. Jing und Mirel mussten sich ungestört unterhalten können. Wir sind hier, um die Sache zu erledigen, ohne uns noch tiefer reinzureiten. Die Öffentlichkeit wird warten müssen. Sie können nun ihr forensisches Programm laufen lassen, Leutnant. Sie trat zurück, um Jane die Kontrolle des Terminals zu überlassen. Die ZRAR-Beamtin glitt wie ein Geist hinter seinen Sitz und beobachtete die Szenerie still, während er einen Datenchip einlegte, Befehle eingab und sich dann zurücklehnte. Was genau ist das für ein Programm, das du da laufen lässt, Klon? Bethany machte sich auf eine Explosion gefasst. Es musste ein sehr gefühlsgeladenes Motiv dahinter stecken, den Ausdruck Klon zu benutzen, obwohl die Frau sowohl seinen Rang als auch seinen Namen kannte. Routenanalyse, um festzustellen, über welches Terminal der Virus in das Netzwerk eingetreten ist. Und dann die Eliminierung aus dem System. Übergewichtiger, weiblicher Mensch. Der Schreck auf ihrem Gesicht wich blanke Empörung. Wie bitte? Jinx' Tonfall blieb sachlich. Ich ging davon aus, dass wir atypische Phänotypbeschreibungen als Anredeform verwenden, da ihnen ja Namen und Titel entfallen zu sein scheinen.
Es war wirklich nicht der beste Zeitpunkt, um Stellung zum Thema Höflichkeit zu beziehen. Aber man konnte daran messen, wie wütend die Nulz so etwas machte. Zu jedem anderen Zeitpunkt wäre es komisch gewesen. Officer Alex sah aus, als versuchte sie, was Jane gesagt hatte, in eine Sprache zu übersetzen, die sie verstand. Bethany betete inständig, Jane würde nun, da er die Nase vorn hatte, aufhören. Wie kann dieses Programm das ermitteln, wo unser Sicherheitsscan es nicht konnte, Leutnant? Weil ich dieses Programm geschrieben habe, Officer Alec. Und ich bin wesentlich intelligenter als jene, die Überwachungssysteme für die Ausstattung der Republik produzieren. Man konnte es Jane unmöglich übel nehmen. Er stellte lediglich den Sachverhalt fest. Alec antwortete nicht, beobachtete ihn aber genau, während Bethany sich anstrengte, so zu tun, als wäre sie neugierig, worauf er wohl stoßen würde. Hier, sagte er schließlich, das ist der Eintrittspunkt, ein Comlink-Datenzugang. Ich dachte, wir würden über angemessene Filter gegen Comlink-gestützte Angriffe verfügen, sagte Bethany. Jay, würdest du für mich bitte eine Unterredung mit dem Chef der Sicherheitssysteme anberauben? Dieses Loch muss gestopft werden. Jane brauchte diesen Zugang jetzt sowieso nicht. Leutnant, können Sie dafür einen Lösungsvorschlag unterbreiten? Gewiss, Ma'am. Können Sie das eingehende Comlink identifizieren? Fragte Alec. Jane stieß sich mit dem Sitz vom Tisch ab, damit sie auf den Schirm sehen konnte. Nein, tut mir leid. Der Code hier zeigt... Oh ja, der Nummernbereich liegt innerhalb des öffentlichen Verbindungspunktespeichers. Sie sind sehr gut informiert, lobte Jane und tippte weitere Befehle ein. Ja, es ist der öffentliche Comlink-Verbindungspunkt im Phobose-Distrikt, die Universität. Alec schloss für einen Moment ihre Augen. Wenn das ein Studentenstreich ist, müssen Sie aber sehr erfahren im Programmieren sein. Die Jugend heutzutage, meinte Jane kopfschüttelnd. Alec war dazu übergegangen, Jane nicht mehr wie ein Druiden anzureden und schien zu glauben, er hätte mehr beizutragen als Bethany. Sie glauben doch nicht, es wäre ein Student, der sich zum Nervenkitzel in unser System gehackt hat, oder? Wenn ich ein Spieler wäre, Officer Alec, würde ich meine Credits auf Industriespionage setzen. Wieso nicht richtige Spionage? Weil Firmengeheimnisse und die damit verbundenen Profite bedeutender sind als planetare Interessen. Bespitzelung ist dagegen ein Kleinkram. Ich weiß nicht, was uns größere Sorgen bereiten sollte, meinte sie. Ich könnte natürlich ähnliche Überprüfungen für alle Auftragsnehmer der Republik durchführen, deren Details im Schatzamtssystem gespeichert sind, angefangen bei der Aufrüstung. Dieses Schnüffelprogramm, und um mehr handelt es sich nicht, wie ich denke, denn es wurden keine Daten beschädigt, hat wahrscheinlich einen Blick auf sensible kommerzielle Informationen geworfen. Sie scheinen sich ja da sehr sicher zu sein. Würde es sich um Militärspionage handeln, Officer Alec, dann würden Sie nach gänzlich anderen Daten Ausschau halten. Spezifikationen, Einsatzparameter, Sperrfrequenzen. Solcherlei Daten werden hier nicht gespeichert. Wenn jemand durch die Konten stöbert, dann sucht er finanzielle Informationen. Gut gefolgert, sagte sie. Nun gut, ich autorisiere Ihren Zugang zu den Rüstungsunternehmen, damit Sie alle notwendigen Überprüfungen durchführen können. Ich bezweifle, dass Sie unsere Hilfe unter den gegebenen Umständen ablehnen. Jinks Unerschrockenheit raubte Bethany den Atem. Hatte er das geplant? Machte er das aus der hohlen Hand, wie Skirata sagte? Improvisierte er? Er hatte sich gerade eben den Weg freigeredet, mit dem Segen der Republik die Systeme von KDY zu durchforsten. Es geschah so beiläufig, so mühelos, dass Bethany sich fragte, ob Ordo ebenfalls nur der war, der er zu sein schien. Ich könnte das tun, was wir eine Abhärtung des Ziels nennen, schlug Jane vor. Versuchen, die Sicherheit ihres Systems zu knacken, um zu sehen, ob es widerstandsfähig genug ist. Ich bin sicher, sie haben bereits Fachleute bezahlt, die dies für sie tun. Aber das macht das Schatzamt ja auch, und sie hatten dieses Schnüffelprogramm beim Eintritt nicht bemerkt. Alec nickte. Beginnen Sie mit KDY. Ich regle alles mit dem Stabschef und dem Büro des Kanzlers. Warten Sie auf meine Bestätigung. Leutnant, schicken Sie Ihr Programm zu unserer Abteilung für Informationstechnologie. Sie wandte sich zu Bethany. Und ich will immer noch die Ergebnisse der Mitarbeiterüberwachung sehen, nur für den Fall. Diese Leute könnten interne Kontakte haben. Das wird soeben erledigt, Officer Alec. Bethany drehte sich zur Belegschaft des Kontrollraums. Sobald Sie Entwarnung von den Teams der Sicherheitsdroiden erhalten, heben Sie die Abschaltung wieder auf. Alec ging, ohne jemanden die Hand zu schütteln, was niemanden überraschte.
Bessany beinahe blass vor Erleichterung folgte Jane und Mireille nach draußen zum Dienst-Turbolift. Mireille fuhr mit seinem Panzerhandschuh durch den Innenbereich, als wolle er einen Luftzug ertasten. Dann blickte er auf die Anzeige an seinem Unterarmpanzer. »Keine Wanzen«, meinte er und nahm seinen Helm ab. »Schnüfflerin«. Jane nahm ebenfalls seinen Helm ab. »Definitiv eine Schnüfflerin. Niemand sonst würde sich öffentliche Comlink-Verbindungscodes merken. Zumindest niemand, der noch ganz dicht ist.« »Du hast dein Glück da drinnen ziemlich überstrapaziert, Jane«, sagte Bessany. Sie spürte ihre Wangen brennen, während das Adrenalin abebbte. »Habe ich das richtig mitbekommen? Du hackst dich im Auftrag der Republik in KDYs System ein.« »Oh, bitte, Fräulein, darf ich ein bisschen spionieren? Ich fusche auch nicht rum«, ärmte Mireille Jane nach. »Du kleiner Schleimer!« »Hey, du bist doch bloß neidisch auf meine pure, animalische Anziehungskraft, Boudica.« »Ich habe mich noch gefragt, was das für ein Geruch ist.« Jane täuschte eine hauchende, sinnliche Stimme vor. »Frauen können mir nicht widerstehen, nicht einmal Ellig.« »Hey, krieg dich wieder ein!« Mireille lachte. »Aber für sowas braucht man ganz schön Getze, das muss ich zugeben.« Bessany sah auf die Anzeige, die ihre Fahrt zur 400. Etage des Komplexes nachzeichnete. »Ich will so etwas nie wieder durchmachen, Jane.« »Mit etwas Glück brauchst du das auch nicht.« Sie setzten ihre Helme wieder auf. Bessany strich ihre Haare zurecht, damit sie, wenn sie aus dem Turbolift trat, nicht völlig rot im Gesicht und schuldbewusst aussah, weil sie gerade eben schon wieder gelogen hatte, um einen noch größeren Berg an Lügen zu verdecken. Die Türen teilten sich und sie gingen zu ihrem Büro, vorbei an offenen Bereichen, in denen Droiden unter den grimmigen Blicken der schweigenden Mitarbeiter immer noch Schreibtische und Schränke durchsuchten. Bessany prüfte, ob ihr Terminal wieder lief und wandte sich dann zu Jane. »Wirst du ihr wirklich dein Programm übergeben?« »Ich werde ihr ein Programm geben. Es wird niemand für sie arbeiten, der den Unterschied bemerkt. Das ist mein geistiges Eigentum. Und wenn sie es für die Benutzung durch die Republik haben möchte, kann sie mich dafür bezahlen.« »Und natürlich wird die Republik damit niemals ein weiteres Jane-Virus aufspüren«, fügte Mireille hinzu. »Alles wird schön sauber aussehen.« Bessany glaubte, sich verhört zu haben. »Du meinst, du hast direkt vor ihrer Nase noch so ein Ding abgezogen?« Jane zuckte mit den Schultern. »Naja, sie glaubt, sie hätte jetzt ein Programm, das alle Spionage-Applikationen aufspürt. Aber das hat sie nicht und deshalb kann sie sich noch mehr Viren einfangen, von denen sie nie etwas bemerkt. Von daher, yep, ich glaube, das habe ich getan.« »Erinnere mich daran, niemals Sabak mit dir zu spielen.« Das war die Entwarnung. Die Krise war endlich vorüber und Bessany kehrte zurück zu ihrem alltäglichen Pegel an Furcht davor, entdeckt zu werden. Irgendwie schien er sich deutlich tiefer eingependelt zu haben. »Agentin Vennen«, sie sahen Jane und Mireille vorbei. Es war Jay, der Technik-Droide. »Alles geregelt, Jay. Alles wieder beim Alten.« »Droiden-Sicherheitsteam 87-Beta meldet Auffindung von Beweisen für unzulässigen Zugriff und Benutzung durch einen Angestellten, Ma'am.« Bessany ließ ihre Schultern wieder ein wenig hängen. Da war sie wieder, die Routine interner Disziplinarbagatellen. Zweifellos Glücksspiel über das Netz. Manche Angestellte waren regelrecht süchtig. Man sollte meinen, beim Schatzamt wüssten sie es besser. »Wer ist es diesmal, Jay? Ich hoffe, der Gewinn war den Aufwand wert.« »Ma'am, es handelt sich um Agentin Gilka Zanzentis. Wir haben sie festgenommen wegen Zugriffs auf verdächtige Dateien, die in keiner Verbindung zu ihren Aufgaben stehen und den Transfer vertraulicher Daten auf Flimsy-Kopien zwecks Entfernung aus dem System.« Ihr Blick auf das Büro verschob sich heftig, als würde der Fokus einer Holokamera rapide wechseln. Bessanys Erleichterung erwies sich als äußerst kurzlebig. Die Nulls sagten nichts und taten, als hätten sie den Namen noch nie gehört. Das sind doch nur verfahrenstechnische Ausrutscher ihrerseits, oder?« Viele Daten wurden auf Datenchips oder als Ausdrucke aufbewahrt. »Sie war bestimmt nur nachlässig. Aber was hat das mit mir zu tun? Sie ist beim Steuervollzug. Das ist nicht meine Abteilung.« »Aber Sie sind zuständig für Rüstungsdaten betreffende Sicherheitsverletzungen, Agentin Vennen.« Jay war geduldig, falls ein Droide das überhaupt sein konnte. Bessany war immer davon ausgegangen. »Und anscheinend hat sie sich Zugang zu den Daten des Rüstungsbudgets verschafft.« »Aber das kann doch nicht stimmen.« »Ich weiß, dass das nicht stimmen kann, oder?«
Ich bin sicher, das ist ein Fehler. Wäre ja auch nicht das erste Mal. Lasst sie wieder an ihren Schreibtisch. Ich unterhalte mich später mit ihr. Entschuldigen Sie, Ma'am, aber das kann ich nicht tun. Wieso nicht? Laut Standardanweisung sind wir verpflichtet, die Angelegenheit an die Strafverfolgung weiterzuleiten. Aha, die guten alten CSK. Captain Oprim würde den kleinen Schlamassel ohne Fehler aufheben regeln. Schließlich hatte er auch Bessinis bewaffnetes Eindringen in das Medicenter ohne weitere Spuren unter den Teppich gekehrt. Dann werde ich die CSK rufen. Dann hat alles seine Richtigkeit. Nein, Ma'am. Für Sicherheitsverstöße durch Staatsbeamte ist der Heimatschutz der Republik zuständig. Der Sicherheitsstabschef hat sie bereits alarmiert. Bessinis Magen verknotete sich erneut. Der HSR war neu. Kein Teil des CSK oder irgendeiner anderen Zivilschutzbehörde und unterstand direkt dem Büro des Kanzlers. Das traute Wort Heimat täuschte über die wahre Natur der Bestie hinweg. Nun, dann werden die eben feststellen, dass sie die falsche haben, sagte sie. Bessinis wusste, dass sie die falsche Frau hatten, da sie ja selbst die Täterin war. Aber es gab nichts, was sie hätte sagen können, um ihre Freundin zu entlasten, ohne dass es für Skirata, Ordo und alle, die ihr am Herzen lagen, in einer Katastrophe geendet hätte. Erst jetzt verstand sie die volle Bedeutung des Wortes Kollateralschaden.